Also ich sehe jetzt nichts, ich habe aber auch keinen Hammer. PC ist voll. Nee, ich meine, ja genau. Ob die Wände oder so Schaden gekriegt haben. Ja, weiß ich nicht, muss ich gucken. Weil zwischendurch war der TC ja leer. Vielleicht geht das dann nicht mehr. Also die Truhe hat Damage. Na, die hat, glaube ich, Damage, weil die schon mal aufgehoben Ja, war. ja. Also Wände und Dach ist alles geschlossen. Ha! Oh, habe ich mich erschrocken. Alter! Oh. Ist auch alles heil. Okay, dann weiß ich es nicht. Aber ich verbrauche munter Sauerstoff. Was passiert denn, wenn man euch anschießt? Schießt sie zurück? Das ist ja mega. Dead Aim, Leute. Ja, drei Kopfschüsse, fertig. Oh, ich habe eine grüne Keycard. Ich weiß gar nicht, ob man die hier irgendwo einsetzen kann, ehrlicherweise. Ich sage sehr viel ehrlicherweise, ehrlicherweise. Da habe ich natürlich noch ganz viel Scheiße einstecken, weil ich gar nicht hier farmen wollte, sondern eigentlich nur Holz farmen wollte. Ja, Mistikack. Jemand braucht bestimmt Dings. Nee. Nee, nee, ist richtig. Die droppen meistens eine Keycard, diese Flares Und Spitzhacken. oder Spitzhacken. Spitzhack, genau. Das droppen sie Voller Freude, Spitzhacken. am häufigsten. Gut. Was liegt denn jetzt da drüben noch? Den würde ich, glaube ich, noch ganz gerne mitnehmen, weil ich glaube, diese Teile könnten gut gehen. XOR-Schalter brauchen wir eh nicht. So. Bring ein bisschen Holz mit. Ah, jetzt heißt er auch Asal. Sehr gut. Der Mark. Ich weiß auch nicht, was das für ein Wortwitz sein sollte. Mark Asal? Was ist das für ein Wortwitz? Ich habe keine Ahnung. Weil eigentlich ist er ja bekannt für seine Wortwitze mit Mark, aber Mark Asal? Mark Asal? Mark Asal? So, aber komm du mal bitte hier in die Hütte Bin und da. guck mal, ob du Sauerstoff verbrauchst. Ja. Hier auch. Vielleicht haben wir das vorher nicht gecheckt, dass wir hier drin Sauerstoff brauchen. Ich habe geguckt, als ich die direkt gebaut hatte und noch nicht mal eine Tür drin hatte, habe ich hier drin keinen Sauerstoff verbraucht. Und ich stand hier auch schon eine Weile AFK rum. Also da ist irgendwas kaputt. Ich upgrade das einmal zu Holz. Aufgepuppt und gucke mal, ob es dann besser wird. Okay. Weil das wäre jetzt sehr ungünstig. Das ist richtig. Tja, und denn nun? Scheiße. Ich würde dafür kurz ein Ticket schreiben einmal. Mal gucken, ob sie drauf reagieren Ja. schon. Ticket, Ticket, Ticket. Ach, ich bin bei Marks Discord hilft mir jetzt nicht so viel gerade. Tickets. Warte mal, wo sehe ich denn das? Ach, hier.
Ja, Waffen sind im Moment tatsächlich gar nicht so entscheidend, Estrich. Wir kommen mit Bogen super gut klar, dadurch, dass die Tiere halt nicht weglaufen. Und die Scientists auch nicht. Bevor wir anfangen, irgendwelchen PvP zu machen oder PvE, ich habe ja vorhin schon die Erfahrung gemacht, dass es halt in der RP-Zone auch Zombies und Scientists und so weiter gibt. Da haben wir erstmal ganz andere Baustellen. Waffen kommen irgendwann später. So, ich werde mal mit ein bisschen Holz und Metalfrags losziehen und uns Eisenäxte bauen und dann auch nochmal meine Sauerstoffflasche direkt nachfüllen. Okay. Ich werde hier mal einen Codelock dran machen, ja? Okay. Dann braucht ihr die Schlüssel nicht mehr. Hatte eh schon eins gebaut. Holz habe ich übrigens in TC gepackt. Ich hatte ja ein bisschen was gefarmt jetzt. Ja, ich will jetzt nur ein bisschen, dass ich für die Äxte... Kannst du dich noch an den Code der Rettungswache erinnern aus letzter Season? Nö. Okay. Achso, ich kann dir bei Teamspeak schreiben, warte. Ja, gibt erstmal genug zu tun. Okay, noch hat keiner geantwortet, Leute, auf das Ticket. So, das kann weg, das brauchen wir nun wirklich nicht. Na, verbrauchen wir noch Sauerstoff leider. Ich könnte einen Planter bauen. Shit. Ein bisschen Holz und Stein immer dabei haben, damit wir ein neues Werkzeug bauen können. Ich habe einen Bogen über. Das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich nicht. Zwei Sauerstoffflaschen reicht, glaube ich, erstmal. Kann ich vielleicht leeren mit? Nee, kann ich nicht. Wann verscrappen wir mal Zeugs? Weil wofür brauchen wir gerade Scrap? Außer für Flaschen kaufen. Gar nicht, oder? Nee, tatsächlich wenig Bedarf. Mark baut übrigens gerade mitten im See. Wow, okay. Ich frage einfach nicht. Ich lasse ihn einfach machen. Mal zwischendurch einmal Discord, ob das Ticket beantwortet ist. Noch nicht. Okay, wir könnten noch einen Ofen. Wo sind eigentlich die Öfen hin? Also einen habe ich in der Kiste gesehen. Marc hatte die ja abgebaut, als noch zur Debatte stand, die Hütte zu verlegen. Ja. Hast du das Metallzeugs einstecken, die Metal Fragments? Ja, weil ich meinte, ich nehme die Metal Fragments mit und baue uns Metalläxte. Okay, dann stelle ich mal wieder einen Ofen auf, damit das hier nebenbei ein bisschen, ne, so laufen kann. Haben wir auch schon wieder kein Holz mehr. Nee, gehen wir mal Holzfarm. Holzfarm und Sauerstoff auffüllen. Das machen wir am besten. Was ist kürzer? Ach komm, wir gehen zu N30. Können wir noch ein bisschen Stoff nebenbei. Nein, Zacki. Okay, ich erkläre es nochmal. Pass auf.
Geschichte des Ganzen ist, die Bleeps haben uns doch alle entführt, egal ob wir irgendwie mit einem Raumschiff weggekommen sind oder mit den Bleeps weg oder sonstiges. Die Bleeps haben uns alle mitgenommen auf ihren Planeten oder auf irgendeinen Planeten. Und die versuchen uns quasi so ein bisschen zu verstehen und wissen noch nicht so genau, wie wir funktionieren. Und haben deswegen halt so eine Welt generiert, die unserer menschlichen Welt halt ähnlich sein soll, aber halt ihnen so ein bisschen helfen soll, uns zu verstehen. Es gibt unterschiedliche Fraktionen. Es gibt, glaube ich, 1, 2, 3. Ja, 5 müssen es sein. Ja. 5 unterschiedliche Fraktionen. Diese Fraktionen haben einen Teil auf der Karte inne. Wir sind Ranger und das ist unser Teil der Karte. Was anderes in einem anderen Bereich der Karte können wir nicht bauen. Und hier auf der Karte auch nur innerhalb der Straße quasi. Sonst können wir nicht bauen. Jede Fraktion hat einen Anführer. Also quasi sowas wie ein Bürgermeister. Man kann es so als Dorf sehen. Die haben einen Bürgermeister. Man kann eigene Gesetze machen. Man kann sagen, wie man anderen Fraktionen gegenüber aufgestellt ist. Ob man mit denen jetzt irgendwie handeln möchte oder eher misstrauisch ist. Ob man Krieg führen möchte. Man kann richtige Fraktionskriege machen. Das heißt, sobald dann einer von der entsprechenden Fraktion deinen Boden betritt, kannst du den sofort wegknallen. Aber halt nur, wenn du mit denen im Krieg bist. Das sind so die Dinge der Fraktion. Das ist alles ganz anders. Die Luft hier, weil wir natürlich nicht auf der Erde sind, ist giftig. Wir brauchen also die ganze Zeit Sauerstoffflaschen. Das heißt, der Sauerstoff zählt halt sekundenweise runter und wenn du keinen mehr hast, stirbst du. Dann verlierst du nach und nach Leben. Das heißt, du kannst nicht unendlich lange draußen bleiben, ohne mal irgendwie den Sauerstoff aufzufüllen. Das hatte Banz vorhin schon gemeint, könnte schwierig werden für RP, aber mal gucken, wie wir das so umsetzen. Vielleicht wird es auch doch kein Problem, mal schauen. Was ist noch wichtig? Achso, Workbenches und sowas kann man nicht mehr bauen. Hier muss man quasi, muss zu den Stellen gehen, wo es die gibt. Es gibt einen Versammlungsplatz für jede Fraktion, da gibt es auch eine Workbench. Und da gibt es auch die Recycler. Oder wie hier zum Beispiel, das haben wir an der Straße gefunden, da gibt es auch eine Workbench drin. Da fülle ich jetzt einmal alles nach, was ich so dabei habe. Sehr gut. Ja, was noch? Genau, es gibt eine ganz oben auf der Map. Also da. Das ist die einzige KOS-Zone. Und da ist auch nur ganz, ganz wenig drin. Also da ist die Parabolantenne drin. Da ist eine Oil-Rig drin. Und sonst nicht wirklich spannendes Zeug. Also nicht, es gibt nicht viele Monuments hier. Tatsächlich. Wenn wir kurz hochkommen, wir können mich absprechen. Wasser wäre auch super. Alter! Ist in der Hütte. Das heißt, KOS hat es so ein bisschen weniger. Tatsächlich. Man muss da halt richtig hinwollen und da gibt es halt, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl an Monuments. Und in der Mitte der Map, das ist der größte Teil, wie ihr seht. Ja, das da alles. Schupp. Das ist so eine RP-Zone. Und da soll es wohl eine Arena geben, wo es auch Events immer regelmäßig gibt, so ne, Kampf-Events, Fraktion gegen Fraktion im Endeffekt, dass die Bleeps auch so ein bisschen Unterhaltungsspaß quasi bei uns haben. Da gibt es auch reichlich PvE. Da gibt es dann auch sehr viel PvE. Da rennen dann nackte Leute auf dich zu, die keine Spieler sind und Scientists, die dich von der anderen Seite wegknallen und sowas. Banz hat das schon ausprobiert. Und das soll wohl die RP-Zone werden, wo man halt dann aufeinander trifft mit den unterschiedlichen Fraktionen. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke hier hinter. Dadurch, dass man sich überhaupt nicht darauf vorbereiten konnte, was jetzt so richtig passiert, haben wir aktuell extreme Probleme, unsere RP-Idee umzusetzen. Tatsächlich, wir sind richtig hart am Struggeln, was wir jetzt machen. Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal überlegen, ob wir es nicht einfach was ganz anderes machen wollen. Ja, ansonsten sind alle hier, versuchen alle zu überleben irgendwie. Und RP kommt wahrscheinlich demnächst erst. In der Mitte kannst du nicht wohnen, Saki. Du kannst nur in deinem Fraktionsgebiet wohnen. Und da auch nur innerhalb der Straße. Das heißt, du musst quasi auf dem Haufen bauen. Ja, stimmt, erinnern so ein bisschen an Maze Runner oder Hunger Games. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, eher Hunger Games als Maze Runner.
Ja, genau, wir müssen uns halt anpassen. Das haben sie, also das ist das Einzige, was sie gesagt haben, man muss anpassungsfähig sein in seinem RP, sonst wird das nichts. Aber ich finde es aktuell echt hart. Das ist ein harter Schnitt, den sie da gewagt haben. Mal gucken, wie die Leute so drauf reagieren. Ich glaube, wir kriegen das hin, wir können das anpassen, aber gerade, glaube ich, so RP-Neulinge, die halt eigentlich so ein bisschen RP hier auch üben wollten und so, ich glaube, die werden hart strugglen. Wenn du so ein bisschen RP erfahren bist, dann kannst du dich ja umentscheiden und kannst dich anpassen, aber als RP-Neuling, also die werden dann sich selbst spielen wahrscheinlich, ne? Also die werden dann keine richtige Rolle spielen, die werden keine Geschichte haben, etc. pp. Kein Ziel ihres RPs, die werden dann wahrscheinlich einfach sich spielen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Letzte Story, Zacki. Bist du eigentlich seinem Ruf nachgekommen? Aber ihr seid doch an der gleichen Stelle gerade. Du und Marc. Ich glaube, er redet auch gerade mit ihm. Kann er mal umschalten? Auch ein bisschen Wasser mit. Oder auch nicht. Ja, okay, dann bauen wir hier und machen in der Mitte des Sees unseren Götzen. Ja, machen wir. Oder andersrum, nee. Nee, in der Mitte. Schön hier mit dem Wasserfall, ne? Den kann man schön anzünden. Sehr schön. Gut, dann kümmere ich mich um Holz, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Menge und ja, dann baue ich mal. Ich habe dir hier eine richtige Metallachse geschmissen. Ach, die wollte ich dir gerade geben, verdammt nochmal, die habe ich jetzt extra geholt, alle. Ja, brauchen wir. Ich habe auch hier, guck mal, eine Taschenlampe. Ja, habe ich auch, alles gut. Gut, dann haben wir alles umsonst. Ich habe einmal komplett geholt. Das brauchen wir alles. So, wie kommen wir denn hier runter zu uns? Ich weiß es leider nicht, weil ich Banz nicht höre. Dann redet er meistens in-game, ob ich drüber spreche. Aber ja, Zacki, kann man. Nee, aktuell rede ich tatsächlich nicht. Ich habe dann eben halt in-game mit Marc gequatscht. Ja, genau. Deswegen habe ich auch die Klappe gehalten, weil ich habe auf dich geschalten. Ja. Ich habe noch ein paar Propangastanks gefunden. Ja, ich habe auch noch einen auf Reserve, aber zwei sollten eigentlich reichen, oder? Warte, du hattest mir geschrieben, sagst du? Also, wie gesagt, Zacki, man kann, Hat Lilith sich geäußert zu dem Code? Es vorgesehenen Orten. Es gibt sie auch in deiner Bauleiste, aber die kannst du nicht hinstellen. Du erinnerst dich an den Todes- und am letzten Leben? Sonst kannst du ja immer deine Sauerstoffflasche drauf. Ja, das wollte ich auch machen. Ich sage dir Bescheid. In den Gebäuden sollte man eigentlich theoretisch keinen Sauerstoff verbrauchen, aber wir tun es aktuell in unserer Hütte, was am Anfang nicht so war. Das heißt, hat sie jetzt erst im Laufe der Zeit gesehen, gleiche Hütte. Nichts passiert, die Tür auf. Sie verbrauchen wieder Sauerstoff. Das ist irgendwie komisch. Da habe ich schon ein Ticket zu erstellt. Und was ich dir noch nicht verraten habe, man kann nichts erlernen. Man hat vorgefertigte Blueprints, auch durchaus fraktionsspezifisch. Das heißt, jede Fraktion kann irgendwie so gewisse Sachen, die anderen Fraktionen so gar nicht können. Und du kannst nichts erlernen. Gar nichts. Was du jetzt nicht bauen kannst, wirst du niemals bis zum Ende der Season bauen können. Alles andere musst du irgendwo anders herbekommen. Und wir haben, also ich finde, wir haben eine Scheißfraktion bekommen, weil wir können Bäume pflanzen. Das ist unser fraktionsspezifisches Ding. Wow, toll. Das hilft mir wirklich sehr viel, wenn ich Bäume pflanzen kann. Danke. Das ist, wow. Wow. Bäume pflanzen. Toll. Toll. Super. Danke, Admins. Danke. Bäume pflanzen. Ich freue mich. Wo ist denn das, die ganze Verpflegung hin? Wir hatten noch Essen ohne Ende. Hatte ich im Inventar, weil ich am Kochen war.
Okay, oh, alles Gott, cool. Wenn ich mir nachher angucke, was die anderen alles so Cooles machen können, ey, bin ich wahrscheinlich sehr traurig, dass ich Ranger geworden bin. An der Stelle, es gibt auch die Möglichkeit, einen Fraktionswechsel durchzuführen. Ja, das müssen wir dann aber alle drei, dann sind ja die Fraktionen wieder unausgeglichen und so. Das ja, die müssen dann auch die Fraktionsführer zustimmen und, ja, und. Ja, und also. Nee, das ist, glaube ich, zu kompliziert. Dann sind wir jetzt halt Bäumekuschler. Wollen Sie einen Baum kaufen? Wollen Sie einen Baum kaufen? Wollen Sie einen Baum kaufen? Ich würde den Baum kaufen. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kiste, ey. Aber dadurch, dass man nichts erlernen kann und keine Workbenches bauen muss, ist es allerdings auch so, dass ich aktuell keinen Scrap-Mangel habe. Sauerstoffflaschen kosten 25 Scrap, davon haben wir jetzt ein paar. Also. Boah. Du verbrauchst eigentlich. Ach nee, okay, vergiss es. Jetzt nicht so, dass man unbedingt viel Scrap braucht. Ah, sehr gut. Zacki, dann sind wir nicht die Einzigen. Ich dachte schon, wir passen uns zu schlecht an. So, ich gehe auf Holzsuche. Du müsstest mal die Tür zumachen. Mir fällt der Code nicht mehr ein. Habe ich dir per Discord geschickt? Das beruhigt mich ein bisschen, Zacki, danke. Und ich hau auf den Baum. Ich hau auf den Baum. So, ich werde jetzt mal bestellen. Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass wir aber Sauerstoff verbrauchen, lege ich mich dazu einmal schlafen. Das ist, glaube ich, klug, ja. Wie viel wollen wir eskalieren? Oh ja, doch schon. Also große Mittel Pizzen und ja. Fries. Gut. Naja, Mittel. Ja. Ich habe eine Antwort auf mein Ticket bekommen. Ja, da gibt es noch ein paar Probleme. Wir arbeiten daran. Infos bekommen wir, sobald wir was wissen. Okay, das ist dann jetzt einfach klar. So. New Orleans oder die Prosciutto? Orleans. So, dann close ich das Ticket auch. Kurze. Vielen Dank. Nein! Doch. Okay. Da habe ich gerade wieder Discord mit dem X geschlossen und damit geht man ja auch automatisch aus den Sprachkanälen raus. Aber wir sind ja im TS. Haha! So, ich werde diesen Baum jetzt noch hacken, dann gehe ich mal wieder zurück. Gucken, was Marc da so fabriziert. Asal! Ich muss ihn nachher mal fragen, was das für ein Wortwitz sein sollte mit Asal. Ja, das waren erst 4 Stacks. Ich bin irgendwie schon 5 Stunden hier am Bömmel klatschen. Brauche ich nochmal Auffüllung? Ja, warum nicht? Warum nicht? Warte mal, da ist sie. Kann ich da jetzt aber nicht liegen lassen. Das geht nicht. Übrigens, das hier erinnert mich immer so ein bisschen an Inception, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Map-Design hier hinten. Oh. Dann ja jetzt auch keine Möglichkeit, irgendwo mal einen Checkhammer oder eine Kettensäge zu kaufen, ne? Nee. Einzig und allein Glück haben, wenn du so einen Werkzeugkasten findest und aufmachst, einen zu finden. Oh Mann. Struggle is real. Ja, vor allen Dingen,
stelle ich mir das dann fürs RP extrem schwierig vor, einfach mal auf der Straße Leute anzuquatschen. Weil du kannst draußen keine RP mehr machen. Nicht, wenn du ständig irgendwie den Blick auf deine Sauerstoffflasche haben musst. Ja, ja, wenn du dann sagst, sorry, muss los! Ja. So, und du kannst auch in der RP-Zone kannst du nicht mehr Gebäude hinstellen, wo du sagen kannst, da kann ich dann drin RP machen. Entweder findest du welche, wo du rein kannst und RP machen. Da weiß ich noch nicht, ob das so gut funktioniert. Aber ja, wir müssen mal gucken, wie gut das so durchdacht ist von denen, ja. Lassen wir uns überraschen. Genau. So, Bestellung ist raus. Tipptopp. Ich gehe nochmal kurz auf den Pod und dann bin ich gleich wieder da. Tipptopp. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das so entwickelt, so die Grundstimmung hier. Oder ob alle einfach mega gestresst die ganze Zeit sind und alle Krieg gegeneinander führen werden, weil alle irgendwie keinen Bock auf die anderen haben oder so. Mal gucken. Dann noch auffüllen. Beschwerde ist raus. Ja. Erstmal Ticket erstellen. Mann, soll das? Sie haben gesagt, es wird alles anders. Sie haben nicht gelogen. So, jetzt gehe ich mal gucken, was Marc da... Kann ich nicht. Marc macht gerade was anderes. Scheiße. Wollte ich nach dem Tempel gucken. Bisschen Holz vorbeibringen. Und ein bisschen Stein. War ich ja auch schon fleißig. Wetten, er ist komplett eskaliert. Und hat das ungefähr so groß gebaut wie die Kirche in der letzten Season. Oh Gott. Also ich war hier hinten noch gar nicht, Estrich. Wir waren hier oben, wir waren hier. Da, also ne, hier haben wir was gefunden. Hier, wo waren das? Hier, glaube ich, haben wir den Container gefunden, aber hier hinten in der Ecke war ich noch gar nicht. Das müssen wir noch machen. Aber das ist ehrlicherweise nicht so groß, unser Biom, ne? Also da haben andere mehr Platz. Hier, die zum Beispiel. Oder, also ehrlich gesagt, alle anderen haben mehr Platz, außer wir. Wir haben das kleinste Biom. Naja, haben wir nicht so viel zu erkunden erstmal. Ist doch super. Ne, ich kann mir vorstellen, dass dann hier unten noch irgendwie sowas wie dieser Container und sowas ist. Ähnliches dann. Man da noch was finden kann. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ja jetzt schon ein paar Mal von A nach B gelaufen. Also. So die Straße entlang und so. Das ist tatsächlich nicht so groß. Also die Map insgesamt ist natürlich riesig. Aber unsere Fraktionsding ist insgesamt das kleinste, zusammen mit der KOS-Zone. Und wie gesagt, an den Außenrändern habe ich bisher nur zwei Sachen gefunden und das war's. Was mag? Oh, ja, tatsächlich. Aber da hat keinen grünen Punkt. So. Ich joine. Ah, okay, jetzt logge ich mich ein und kriege eine Willkommensmeldung. Hallo Ranger, Gratulation, ihr wurdet für die beste aller Fraktionen ausgewählt. Excellent. So, jetzt. Ich lese den Text noch vor. Hallo Ranger, Gratulation, ihr wurdet für die beste aller Fraktionen ausgewählt. Ich behaupte, das steht bei jeder Fraktion. Euer Leben ist ganz der Natur gewidmet. Ihr lebt in einem wunderschönen und vor allem friedlichen Waldgebiet. Die Ranger sind sehr begabt im Anbau von Lebensmitteln und können diese auch den weniger dafür begabten Fraktionen im Tauschhandel anbieten. In den Dicken des Waldes sind aber sicherlich noch vielerlei Aufgaben und Möglichkeiten für die Ranger zu finden. Als Oberförster wurde vorerst von uns Kaho bestimmt. Dieser kann aber jederzeit von euch geändert werden, so wie auch die Gestaltung der Regeln eures Zusammenlebens ganz in eurer Hand liegen. Als kleine Starterleichterung findet ihr hier eine Kiste mit ein paar nützlichen Dingen. Viel Glück. Drücke Tab, um mit deinem Mauszeiger das Fenster vorzeitig zu schließen.
Kiste habe ich gar nicht gesehen. Wo ist sie? Ich habe auch keine Kiste gesehen. So, ich will meine Kiste haben. Okay, also wir, toll, Farmer, wow. Wow, wir machen Nahrung. Okay, cool. Offensichtlich. Ja, toll, dass wir dann hier so viel Wasser haben, dass wir benutzen können, um Nahrung anzubauen für die anderen. Das ist ja hervorragend. Ich bin sarkastisch, ich weiß. Das ist ja wirklich... Alter, wir hatten da drüben schon so eine geile Hütte gebaut, ey. Holy shit. Ja, ein paar Leute haben richtig, richtig Gas gegeben. Und wieso baut Mark direkt daneben auch was? Bau doch woanders. Ja. Na, ich glaube, wir werden die Pleeps sowieso alle sehr hassen, dass sie uns hierhin verschleppt haben. Obwohl wir alle ja eigentlich mit dem sicher gedachten Raumschiff weg sind, ne? Weg von den Pleeps. Tja, hat aber nicht so gut funktioniert. Mal gucken, was Mark hier macht. Ah, deswegen baut er hier das Wasserfall hier. Ja. Okay. Na, warte, der Schlüssel kann dann ja weg. Ein paar Hütchen. Hier steht eine schicke, die finde ich sehr, sehr schick gebaut, ehrlicherweise. Krass. Krass, hier mit dem Dach da so? Hä? What the fuck? Haben die das gemacht? Ein Boot noch eingezogen. Aha. Ja. Toll. Das ist mega. Auch mit den Stühlen. Hä, lol, mit den Stühlen davor. What the fuck? Wait. Ist das überhaupt von Spieler gebaut? Kann man so einen Kamin bauen? Das ist ein vorgefertigtes Gebäude, oder? Okay, Props an Denkins. Ja? Nice Gebäude. Das sieht du bist gerade auf meiner Sicht, kann das sein? Oh, ja. Meinte dieses Gebäude hier? Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein, naja, Spielergebäude und dachte mir so, hä, wie haben die das gemacht? Mega nice. Es ist offensichtlich aufgrund dieses Kamins. Leute, das ist, das ist das Gebäude, wo wir angefangen haben. Oh, ich verhungere. Das ist das Gebäude. Das ist das Gebäude, wo wir gespawnt sind. Ich gehe kaputt. Ja, ja. Es sieht bei Licht einfach anders aus. Es sieht bei Licht wirklich anders aus. Wir sind hier im Dunkeln rumgelaufen. Verzeiht es mir. Erstmal kacken gehen. Oh. Das wird nicht witziger mit der Zeit. Ja. Ja, hier sind wir gespawnt. Mit dem schicken Bettchen hier. Das hat er aber echt schick gemacht. Sieht echt cool aus. Mit den Stühlen und so. Mit dem Bärenfell da. Nice. Genau so gedacht. Sehr gut. Was ist eigentlich das für ein Werkzeugschrank so mitten auf dem Wasser? Was soll das? Wer hat das geclaimed da? Mark. Achso. Da bauen wir, später irgendwann noch unsere Götzenstatue. Dann ist gut. Dann finde ich das okay. Ich dachte, das war jemand anders. Dann hätte ich direkt angefangen, das kaputt zu machen. Hat er dann? Ich frage ihn selber. Assal. Ich höre. Habt ihr diesen See in Anspruch genommen? Ja. Wunderbar. Habt ihr dran gedacht, da ein Schloss dran zu machen, damit nicht jeder dahin schwimmen kann und sich denken kann, na, das ist jetzt mein See? Natürlich noch nicht. Dann mache ich das mal, ja. Gut schwimmen. Nachdem ich ein paar Metallfragmente geholt habe. Das ist unser Gebäude. Ich bin noch am Schauen, wie man den Tempel irgendwie
Braucht ihr Hilfe? Ausbessern. Noch nicht, ich prüfe gerade die Baumöglichkeiten. Na dann. Kann ich ja Metallfragmente holen und ein Kotschloss machen. Da ist wieder der unsichtbare Baum, den man nicht fällen kann. Pass auf. Dö-dö-dö. Nachts sah hier wirklich alles anders aus. Da ist noch ein Stein. Und ich jetzt mal. Eine Flasche schon wieder halb aufgebraucht. Oh Mann. Hä? Wie ist er denn jetzt gestorben? Ich war doch gerade da. Verhungert, verdurstet, erstickt. Was passiert, ey? What the fuck? Estrich, der Server ist bis 1 offen, aber wir werden nicht bis 1 machen, nicht mal ansatzweise, weil ich Frühdienst habe. Wir werden früher Schluss machen. Guck mal, jetzt hat er einen Werkzeugschrank gesetzt, ist er direkt dran gestorben. Hervorragend. Ich packe ihm mal die Steine noch ins Winter hier. Ah, er hat keinen Sauerstoff mehr. Ich packe ihm mal ein bisschen Sauerstoff ins Winter. So. Ich will die mal auffüllen. Ja, so schnell kann es passieren. Da hat er nicht drauf geachtet. Das kann ja lustig werden. Esrich, nein. Scheiße, hier kommt man nicht runter. Oh Mann, muss ja außen rumlaufen. Hallo. Wo denn? Jetzt muss ich aber schnell gehen. Ich meinen Sauerstoff auch wieder auffüllen kann, wenn ich selber dran sterbe. Laufen Leute immer noch nackig rum, ist ja ekelhaft. Sieh dir was an, Mann. Wood Armor hat an. Okay. Fair enough. Folge ihn jetzt einfach. Er wird nicht wissen, warum. Gehen wir zu unserem schicken Baumhäuschen. Das finde ich aber übrigens auch sehr hübsch. Passt natürlich zum Ranger. Unser schickes Baumhäuschen da. Waren sie schon eingeschlafen? Nee, der ist einfach gerade hochkonzentriert am Sachen sortieren. Okay. Und werde jetzt nochmal losziehen und gucken, ob ich an der Straße noch irgendwo Eimer, Kanister oder sonst irgendwas finde, wo man Wasser transportieren kann. Stimmt. Das war natürlich der Vorteil, wenn wir den Tempel nachher oben direkt an dem See haben. Auch das stimmt, ja. Absolut richtig. Guck mal, das habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Muss ich auch mal gucken. Schön hier. Und da sitzen drauf. Leute, da kann man wirklich drauf sitzen. Geil. Mega. Kleine Bühne. Diese extrem
hart nervenden Leitern, da bin ich nämlich schon fast dran gestorben. Beim Runtergehen. So, hier war sie. Ja? Nee? Wo ist besser? So. Okay, das waren die verschlossenen Kisten. Ich wollte eigentlich einen Codelock für oben machen, ne, für den See. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Hat hart überlegt, was ich eigentlich machen wollte. Ach ja, übrigens, wir sind die einzige Fraktion, die Brandpfeile herstellen können. Oh, da wüsste ich ein Mädchen, das eventuell sehr interessiert an unseren Fähigkeiten sein könnte. Das klingt doch schon anders als wir können Bäume pflanzen. Oh, hallo, Schmuckstück. Gut versteckt, aber nicht vor mir. Aha. Hier wurde erweitert. Ja, weil wir ja noch Platz brauchen für Kisten. Um erstmal irgendwie alles aufzubewahren. So. Da sind Schilder drin. Ja, das können wir alles durch den Recycler jagen letztendlich, weil wir können keine Roadside-Armor bauen. Ja. Oh, sind die Eisen... Ja, die Eisenwerkzeuge sind bei uns, ne? Nehme ich schon mal mit. Sehr gut. Thank you. Codelock. Codelock. Hier oben. Und dann wollte ich einmal gucken wegen Plantern. Da können wir nämlich schon zwei von bauen. Dann machen wir das doch mal, wenn das unsere Aufgabe hier ist. Tun wir das doch. Zack. Machen wir erstmal oben das Codelock. Doch irgendwie hoch, nicht nur runter. Ja, gar nicht schlecht. Also RP habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Nee. Ich habe auch schon lange keinen mehr außer in den Häusern von der Fraktion mehr draußen rumlaufen sehen. Also sind alle in den Häusern oder irgendwo anders. Obwohl vorhin hat ein Dude mit mir Steine gefahren. Stimmt so gar nicht. Oh nein, der Mond geht unter. Oder auf. Wahrscheinlich auf. Es wird immer wieder dunkel. Ne, habe ich dabei. Taschenlampen können wir nicht bauen, oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Na, das kann man wieder nur an der Workbench, ne? Ja. Yep. Oh, Gott. Ach. Ja, wie gesagt, wenn wir den Tempel dann nachher oben haben,
ist das ja wieder was ganz anderes, weil da ist die Siedlung direkt vor der Tür mit den Workbenches. Nee, du musst komplett außen rumlaufen, du kannst da nicht einfach runterspringen, das geht nicht. Ja, da kann man ja eine Treppe sonst runterbauen. Wie zum Teufel ist er denn, Hilfe? Das ist nicht dafür gedacht, dass man hier irgendwie hochkommt, oder? Okay. Alter! Kann man sich ducken, während man schwimmt? Nein. Da ist eine Treppe, ne? Ja, aber die führt nicht zum TC und ich komme nicht auf die Treppe. Ach so. Ich komme da nicht drauf. Okay. Okay, erstmal beschweren gehen. Dafür Shallow Wayne ist es aber auch genauso lange dunkel. Ich glaube, die wollen damit tatsächlich darauf anspielen, dass wir halt nicht mehr auf der Erde sind und dementsprechend die Tag-Nacht-Zyklen ein bisschen versetzt sind. Also lange Tag ist schön, aber so lange dunkel ist scheiße. Was will denn der jetzt? Nicht meinen Kollegen da anlabern. Ich schrecke den Bogen raus. Den habe ich mir übrigens noch gar nicht angeguckt, den Bogen. Ja, das passt ganz gut. So, ich habe ein Regal gefunden. Cool. Hallo. Ich wollte mal gucken, was hier passiert. Oh, noch eine Wasserflasche. Sehr cool. Wir bauen. Sieht man noch. Sicher dazu. Ja, natürlich. Pickles, okay. Die braucht kein Mensch. Na dann. Eine Freund. Farm oder was kommt da hin? Sieht oder das Ganze aus wie eine Farm? Was? Das kann auch werden. Oh, hier auf dem Klo gibt es sogar Licht, das ist ja cool. Ich kann Ihnen verraten, das wird sicherlich keine Farm. Lassen Sie sich einfach überraschen. Wir sind ja kaum zu übersehen. Aha. Azal? Wurden denn schon wieder... Ja. Ich komme da hinten nicht an den TC. Warum nicht? Weil du keine Möglichkeit gebaut hast, dass man da rankommt. Perfekt. So wie ich es wollte. Lilith. Eine kurze Frage. Wollen wir dem Gott der Wollust frönen lieber? Nein. Scheiße, dann wird mein Pimmeltempel jetzt hier ungünstig sein. Das fällt nachher nicht mehr auf. Mein Pimmeltempel, Alter. So. Okay, dann halt. Jetzt hab ich umsonst dieses scheiß Kotschloss geholt. Geh kaputt, mach es halt hier dran. So. Hab ich mein Kotschloss wenigstens verbaut. Dann geh ich mal zurück. Und packe da. Ja, nichts funktioniert. Benötigst du jetzt vielleicht Hilfe? Unterstützung, Anregungen, Ideen? Natürlich, sehr gerne. Was ist aktuell das Problem? Die Seite ist zum Beispiel hier ganz gut. Und hier funktioniert es nicht, weil es zu tief ist, richtig? Ja. Was spricht dagegen, es eine halbe Etage höher zu bauen? Dann ist es noch etwas asymmetrischer, das ist doch gar nicht schlecht. Ich versuche dir... Mein Gedankengang zu bringen, der untere Bereich des Tempels sollte ja mehr oder weniger begehbar sein. Das heißt, wenn die Leute hier durchgehen, hätten die hier einen direkten Zug. Du bist zu weit weg, ich konnte dich nicht verstehen. Brücke nehmen. Ja, dann sollte ich mich lauter machen. Die Leute können das hier als Brücke benutzen, weißt du, den Weg. Deswegen würde ich jetzt hier nicht höher bauen. Man muss ja doch, natürlich. Man kann doch hier einfach eine Treppe hinmachen, dann können sie einfach weiter geradeaus laufen. Hier eine Treppe hin. Verstehe wirklich das Problem nicht, warum das nicht eine halbe Etage höher machen kann. Aber dann würde ich das symmetriemäßig auch auf der anderen Seite so machen, oder eher nicht? Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn es nicht komplett symmetrisch ist. Okay.
So, Banz, guckst du einmal im Stream, dann erzähle ich dir, was das... Okay. Ja, schieß mal los. Was das Problem ist wir können von hier oben sehr schnell... Schöne Aussicht, oder? ...zum Dingsi gehen. Wir sind hier und da hinten ist das Baumhaus. Du kannst hier nicht einfach runterspringen. Ja, das heißt, aber man kann, ganz außenrum, noch irgendwie man kann da ja irgendwo also einfach stumpf einen 2x2 das sein mit Treppen, wo man dann runterrennen kann und raufrennen kann. Erleben, sehen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Man kann einfach von hier oben mit Pfeilen schießen. Richtig. Wir könnten da unten auf Kane schießen. Der läuft da gerade auf dem Weg. Ja, gib mir doch mal, vielleicht im Namen des Blutgottes fände ich das eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Was? Gib mir mal einen Pfeil. Entschuldige, bei mir hast du Pfeile in der Hand. Achso, ja. Nein. Kann man helfen? Trifft. Nein, sie können sicherlich nicht autorisieren. Autorisieren werden wir sie opfern. Ich denke, das sollte klar sein. Aha. Ja. Sie können nicht einfach überall langlaufen und versuchen, sich zu autorisieren. Das zählt auch als Einbruch. Und das haben wir nicht gern. Okay, der Typ ist, glaube ich, neu. Soll ich ihn mal aufs Dach steigen? Ich meine... Ist das für Sie so ein Ding? Was genau ist Ihr Auftrag hier? Was kann ich für dich tun? Gucken und Materialien besorgen, wie Holz, Stein. Ja, aber dann gucken Sie doch nicht auf den Geländer unseres Wohngebäudes. Sollten Sie sich nicht überlegen, was Sie tun und mit wem Sie das tun? Ja, das sieht bei weitem nicht nach einem Wohngebäude aus und... Hier muss man auch noch erstmal erkunden, was überhaupt Wohngebäude sind und was Gebäude sind, die überhaupt schon da waren. Mhm. Aber das brauchen Sie doch nicht machen, um auf dem Geländer rumzuhüpfen, oder? Ich springe Ihnen doch auch nicht auf dem Dach rum. Haben Sie mal überlegt, dass das vielleicht geheiligter Boden sein könnte, den Sie hier gerade entweihen mit Ihren Stiefeln? Oh, geheiligter Boden, ich muss los. Ja. Ich glaube, der ist neu. Ich glaube, wir haben einen Lamm gefunden. Ich glaube, wir haben einen langen Weg vor uns. Offensichtlich, dieser Frevler. Vielleicht hätten wir uns nicht einfach in dem letzten Waldgebiet niederlassen sollen, wo die letzten Hinterwäldler wohnen. Ja, offensichtlich führt das zu Problemen. Nun, wir sollten uns aber erstmal weiter überlegen. Von der Größe her reicht das hier nicht, oder? Ich würde das hier noch etwas ausbauen wollen. Man könnte ja... Denk dran, das ist ein Tempel, ne? Ja. Denk dran, wir müssen den Upkeep bezahlen. Ja, das kriegt man schon. Und so schnell an Kettensägen und Checkhammer kommen werden wir nicht. Ja, dann Arbeit, Arbeit. Für den Blutgott. Der ein oder andere wird doch hoffentlich eine Spende für unseren Tempel übrig haben, oder nicht? Und wenn nicht, wird er sie freiwillig erübrigen. Es ist für ein höheres Gut, Lilith. Lilchen. Also du... Bitte? So soll es sein. Es soll geschehen. Also ihr könntet noch weiter aufs Wasser hinausbauen, um den Tempel zu vergrößern. Ja. Definitiv. Ich habe eine gute Idee. Oh nein, ich hatte gerade keine Freude in der Hose. Aber ich hatte eine gute Idee. Das kenne ich nicht, Shallow Wayne. Oder ist es auch wieder von dem Buch, was du vorhin meintest? Das ist aus Highlander. Ah. Ja, shit. Den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Also, also ich meinte, Asymmetrie ist gut, aber ihr könntet euch ein bisschen Mühe geben, nicht wahr? Ich finde das absolut in Ordnung. Ich weiß nicht, was ihr habt. Was gefällt euch daran nicht? Ist die Frage besser, glaube ich? Nicht doch!
Das. Das, um genau zu sein, gefällt mir nicht. Das ist eine coole Idee. Das ist cool. Aber ich muss leider zugeben, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das sieht wunderbar aus. Kane kommt auch direkt, um zu gucken, was du hier fabrizierst. Ja, perfekt. Kane, schau mal, wir haben unseren eigenen kleinen Angelteich. Ist das nicht wunderbar? Oder den Opferteich, wo wir das ein oder andere Fischchen, naja. Ertränken? Zum Beispiel. Wunderbar. Ertränkte Opfer bluten nicht. Oh, da hat er recht. Ungünstig. Sag mal, wolltest du uns jetzt nur die Wache präsentieren? Braucht ihr aktuell noch Sauerstoff? Ich habe 3 Flaschen. Braucht ihr Sauerstoff? Ich habe 3 Flaschen. Vorerst nicht, nein. Alles gut. Okay. Ich werde es merken rechtzeitig. Mhm, natürlich. Berühmte letzte Worte. Oh, Moment. Er möchte mehr Platz haben für den Tempel, baut da jetzt aber ein Geländer drum, anstatt es noch weiter rauszuziehen. Ich frage einfach nicht. So, ich wollte Sachen anpflanzen, ne? Wollen wir das dann hier machen direkt vielleicht? Sachen anpflanzen? Warte mal kurz. Ah, shit, hier kann man schon gar nicht mehr bauen. Azal. Hier reicht die Foundation nicht mehr. Schade. Naja, du könntest es ein bisschen erweitern, indem du Böden anbringst. Damit kommst du nicht weit, aber ein... An einem Fundament kann man keinen Boden ansetzen. Richtig. Könntest du ihn kurz erschießen? Aber warum? Er hat mir einen Spitznamen gegeben. Es gibt keinen Spitznamen für mich. Der guckst. Angeschlichen wie der Schrotblinde. In den Rücken. Los. Tu es. Im Namen des Blutgottes. Ich komme wieder. Ach, verdammt. Ich hab deinen Bauplan. Azal, was ich fragen wollte. Anscheinend ist unsere Aufgabe hier auf dieser Insel die Nahrungsversorgung von anderen. Ich würde damit schon mal ein bisschen beginnen. Meinst du, ich sollte das hier oben tun oder lieber unten bei unserer kleinen Hütte? Warte mal, Nahrungsversorgung für andere? Ja. Wer sind wir? Wir sind das Waldvolk. Wir können Nahrung anpflanzen, das können andere nicht so gut. Und können diese eintauschen gegen andere Sachen, zum Beispiel Waffen. Oder alles andere, was man so machen kann. Wir können Bäume pflanzen. Ist das nicht toll? Bäume pflanzen. Hubschrauber. Ja. Toll. Fantastisch. Gut. Wohlgenährte Opfer bluten besser. Fett ist nicht so gut durchblutet, Kane. Na, wenn die aber bis hierher laufen müssen, sind die doch zumindest ansatzweise trainiert. Also ich würde, gehst du noch sehr in die Breite mit diesem Tempel, sonst würde ich eventuell eine neue Plattform machen für einen Anbau von Nahrung. Weil hier ist Wasser. Nochmal die Frage, nochmal, was wolltest du? Gehst du noch weiter in die Breite mit diesem Tempel, sonst würde ich schon mal ein kleines Gebäude anfangen für Nahrung. Ach, vorerst nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir noch breiter werden sollten. Das sollte erstmal reichen für unseren Tempel. Wunderbar. Stelle ich das dann hin? Weil das ist halt nicht so sehr breit, ne? Könnte man hier machen? Unter dem Baum? Existiert dieser Baum? Nein, man könnte es in den Baum reinstellen, oder? Komm. Tu es. Oh, meine erste Sauerstoffflasche ist leer. Ja, die Frage ist, willst du den Plan da tatsächlich so in alle Öffentlichkeit stellen? Nö, ich würde ein kleines Gebäude drum bauen. Okay. Deswegen baue ich gerade Blauplan. Okay. Du brauchst auch TC und so weiter, ne? Ah! Man kann in diesen Baum bauen. Ist ja mega. Warte kurz. Muss das Saal sagen. Was brauche ich? TC und so weiter. Wir haben sogar noch einen übrig, ja, von der zweiten Hütte. Asal? Warte, ich bin gerade bei uns. Ja. Ist dir schon mal, komm mal kurz hoch. Ist dir dieser Baum da drüben aufgefallen, dieser wunderschön große, auffällige Baum? Ja. Ist dir schon aufgefallen, dass man diesen Baum einbauen kann und in diesen Baum bauen kann?
Alter, welcher Kacknoob. Überleg dir das. Dass wir den noch denn mitnehmen? Was ist denn mit Kacknoob? Irgendjemand hat den Klo einen Auffangbehälter vielleicht von dem Wasserreiniger mit Salzwasser gefüllt. Volker, das gib ihm. Ich weiß, wer es war. Einmal mit Profis arbeiten. Wer bezahlt den Upkeep? Die Sündiger. Richtig. Die Leute, die sterben, haben sicherlich Holz dabei.